Norbert Aust vom INH. Herzlich willkommen. What's in, find out. Etwas, ein Pseudo-Englisch, was ist drin? Finden Sie es heraus. Und das wird die Herausforderung, die wir an die Homöopathen stellen. Wo gehöre ich hin? Ich gehöre zum INH, zum Informationsnetzwerk Homöopathie. Das ist die offene Arbeitsgruppe der GWUB, die sich mit der Homöopathie bzw. der Homöopathiekritik beschäftigt. Wir haben uns im Januar 2016 in Freiburg gefunden. Das ist das Bild aus unserer Gründungsversammlung. Und inzwischen sind wir sehr stark im Internet vertreten. Unser Ziel ist, die Bevölkerung zu informieren, die potenziellen Patienten zu informieren darüber, was Homöopathie wirklich ist. Das tun wir auf verschiedenen Webseiten. Hier unsere Netzwerkwebseite. Homöopedia soll das Nachschlagewerk werden, wo man alles über die Homöopathie weiß. Inzwischen sind 60 Artikel drin. Für werdende Eltern, für Mütter, Kinder, Familien haben wir Susannchen braucht keine Globuli als Webseite. Wir sind sehr stark in den sozialen Medien vertreten. Wir halten Vorträge. Wir sind in Pressefunk und Fernsehen recht häufig. Hauptsache Nathalie Grams. Den Namen haben Sie sicherlich das eine oder andere schon mal gehört. Oder auch Christian Lübbers, der die Tweetwelt mit seinen hervorragenden Tweets aufmischt. Wir alle brauchen Unterstützung. Draußen hängen Plakate, die Stefanie aufgehängt hat, wo man sich eintragen kann, wenn man Interesse dran hat, bei uns mitzuarbeiten, und auch einiges Informationsmaterial liegt auf den Tischen aus. So, zurück zum Thema. Gehen wir mal die Grundlagen der Homöopathie mal ganz schnell durch. Es gibt das Ähnlichkeitsgesetz. Ein Mittel kann in einem Gesunden die Krankheiten erzeugen, die es bei einem Kranken heilen kann. Ist das Ähnlichkeitsgesetz etwas anders formuliert, als es die Homöopathen gerne tun? Ein weiteres Prinzip ist die Arzneimittelprüfung am Gesunden, wobei die Homöopathen herausfinden wollen oder sagen, sie könnten es, welche spezifischen Eigenschaften die verschiedenen Homöopathika haben. Und ein drittes Standbein, die Potenzierung. Schrittweises Verdünnen und Verschütteln der Homöopathika steigert die Wirksamkeit der Präparate. Gut, das Ähnlichkeitsgesetz gibt es nicht. In der Arzneimittelprüfung gibt es keine Kausalität zwischen der Einnahme der Mittel und dem, was die Probanden erleben. Und das Potenzieren führt am Ende dazu, dass die Präparate identisch sind. Das ist so die Kernpunkte der Kritik, die wir da äußern. Und besonders der letzte Punkt, identische Präparate, das ist der, der am besten und auch für die Außenwelt am einsichtigsten zu vertreten ist. Und deshalb fußt unsere Kritik sehr stark darauf. Wie ist es in der normalen Medizin, wenn Sie einen Haufen Tabletten haben und sich fragen, was ist denn da drin? Na, dann können Sie das ausprobieren. Dann können Sie mit Sicherheit irgendwie herausfinden, ist das ein Schlafmittel, ein Abführmittel, ein Potenzmittel. Wenn Sie wissen, dass das eine von diesen drei Sorten ist, das finden Sie heraus. Das kann man chemisch analysieren und man wird unterschiedliche Wirkstoffe finden und die sind auch die Basis dafür, dass diese Mittel erkennbar unterschiedliche Wirkungen haben. Und das können Sie als Laie absolut probieren. Sie werden vielleicht bei dem Schlafmittel nicht genau den Wirkstoff erkennen können, wenn Sie das einfach einnehmen, aber dass es ein Schlafmittel ist, werden Sie merken. Ähnliches behaupten die Homöopathen von ihren Mitteln. Ich habe mal hier drei Mittel dahingelegt. Das eine ist Natriumchloratum, Kochsalz. Das zweite ist Arsenicum album, also Arsen. Das dritte Konium, das ist Schierling. Alles in Potenz C30, also 1 Gramm, aufgelöst auf die 10.000-fache Masse des Universums. So richtig hochwirksames Mittel. Und die Homöopathen sagen, dass man mit einer homöopathischen Arzneimittelprüfung tatsächlich herausfinden kann, dass das eine Mittel diese Eigenschaften hat, also gegen Migräne oder Schilddrüsenerkrankungen wirksam ist. Das andere, das Arsenicum, ist gegen Brechdurchfall, Reisedurchfall, fieberhafte Infekte und so weiter. Und das Konium, insbesondere bei Beschwerden von unterdrückter Libido, ne? Oder Schwindel oder Müdigkeit und Verlangsamung. Also durchaus völlig unterschiedliche Wirksamkeiten sollen diese Mittel haben. Wir gehen aber davon aus, dass das nicht real ist. Unsere Kritik
an der Homöopathie ist dann so, ab einer bestimmten Potenz, noch viel früher als C30, ab C12, enthalten die Homöopathika keine Bestandteile der Ausgangssubstanz mehr. Also sind diese weißen Kügelchen, die da oben rauskommen aus den Flaschen, bei C30 identisch. Und sie enthalten außer dem Trägermaterial, was hier in diesem Fall Zucker ist, und den Resten vom verdunsteten Lösungsmittel nichts weiter. Damit sind aus unserer Sicht keine spezifischen Effekte zu erzielen und eine Wirksamkeit der Homöopathie steht damit im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaften und daraus schließen wir, dass die Homöopathie eine Irrlehre ist. Das kann man falsifizieren, diesen Kritikpunkt, indem es nämlich einfach gelingt, in einem Blindversuch, wie das hier eben der Fall war, diese Mittel zu unterscheiden. Wenn also jemand in einem Blindversuch, ohne zu sehen, was auf dem Schild draufsteht, die Mittel erkennen kann, dann wäre dieser Kritikpunkt widerlegt. Und es wäre gezeigt, dass unser Wissen grob unvollständig ist oder gar falsch wäre und dass man da einiges an Forschungsbedarf hätte. Folge: Das ist uns ein wichtiger Punkt und wir stellen jetzt frei, wem es als erstem gelingt, Homöopathika in Hochpotenz in einem Blindversuch zu identifizieren und das reproduzierbar, dem zahlen wir ein Preisgeld von 50.000 Euro. Wie soll das funktionieren? Ein Teilnehmer, der also teilnehmen möchte, kann sich drei Mittel seiner Wahl aussuchen, die sich aus seiner Sicht möglichst stark und unterscheidbar sind. Wir liefern über einen Notar anhand einer randomisierten Liste, liefern wir einen Satz Proben, nämlich 12 Fläschchen und in jeder einzelnen dieser Fläschchen ist eins der drei Mittel drin. Und der Kandidat muss in der ersten Aufgabe nur einfach herausfinden, in mindestens 11 der 12 Fläschchen den richtigen Inhalt zu bestimmen. Und er muss uns auch beschreiben, wie er das gemacht hat. Wir wollen das schließlich wissen, denn schließlich ist die Methode ist das Wichtige, die dann später mal möglicherweise erforscht wird. Wichtig, wir öffnen uns allen unseren Kritikern, die uns sagen, ihr seid ja nur wissenschaftsdogmatisch, ihr tut ja nur das anerkennen, was ihr selber da wissen könnt und so weiter, ihr seid ja nicht offen genug. Wir drehen es um und sagen, bitte, nehmt irgendein Verfahren, was ihr wollt, tut das Auspendeln oder tut irgendwelche magnetischen Photonen oder Skalarwellen ausmessen oder was immer diesen Kosmos bevölkern soll, macht es, zeigt uns, dass ihr es könnt und damit wäre unser Wissen widerlegt. Wir werden dann, wenn das so ist, werden wir einen zweiten Durchgang machen, wo wiederum 12 Proben zur Verfügung gestellt wird, wieder randomisiert und wir werden dann auch wieder 11 von 12 Proben erkennen lassen und wir werden anhand dieses zweiten Durchgangs das Verfahren verifizieren. Das heißt, wir möchten tatsächlich sehen, dass derjenige das mit diesem Verfahren, was er uns beschrieben hat, auch durchführen kann. Also wer als erstes diese beiden Teilaufgaben nacheinander gelöst hat, der kriegt die 50.000 Euro ausgezahlt. Und wir tun das in einem kleinen Journal veröffentlichen. Also wenn das tatsächlich gelingt und unser Versuch wirklich gut ist, dann ist das Nature. Wenn das nicht gelingt, möchten wir das von dem Bewerber, dass er uns die Kosten, die wir hatten für die Proben und für den Notar, ersetzt. Es gibt ein paar Randbedingungen, die ich hier der Vollständigkeit halber mal kurz aufzählen möchte. Wir haben die Bewerbungen 2 Jahre offen, also von Start heute in die nächsten 2 Jahre. Wir sprechen Einzelpersonen oder Gruppen an und es gibt keine regionale Beschränkung. Genau genommen, wir wenden uns an die internationale Öffentlichkeit. In der nächsten Woche werden wir Informationsschreiben dieser Art an die ganzen Homöopathieorganisationen, an Einzelpersonen und auch an andere Skeptikerorganisationen herausgeben. Wir können aus organisatorischen Gründen allerdings nicht mehr als 5 Bewerber gleichzeitig bearbeiten und wir möchten irgendwo sicherstellen,
dass wir es mit soliden und seriösen Bewerbern zu tun haben und nicht Leute, die aus DAFKE irgendwie mal denken, naja Gott, ich habe nichts Besseres zu tun, da kann ich 50.000 Euro gewinnen, also mache ich das irgendwie mal, so eine Art Spaßlotterie. Damit wir auch nicht am Ende auf den Kosten sitzen bleiben, wollen wir eine kleine Sicherheitsleistung haben und wir wollen wissen, wie lange der Bewerber brauchen will, um das zu tun. Und es gilt dann das verabschiedete Versuchsprotokoll. Und zum Schluss, bewerben kann man sich über unsere Webseite, die ab heute freigeschaltet ist, GWUB.org/Challenge. Dort findet man natürlich unseren Einladungstext, was man hier so tun kann. Es gibt eine Schnellinfo, wo stehen wir eigentlich, wie viele Bewerbungen sind eingegangen, wie viele Rückfragen hat es gegeben und so weiter und so fort. Denn wir möchten hier als wichtig Transparenz haben, denn es ist abzusehen, dass unsere Kritiker uns dann vorwerfen werden, ja, wir haben dies und das und jenes unterdrückt und wir waren ja gar nicht wirklich offen, das ist ja alles nur Show. Deshalb geben wir uns sehr viel Mühe, um das Ganze transparent zu halten. Der Ausschreibungstext ist drauf, der ist natürlich länger als das, was ich Ihnen jetzt hier so kurz vorgetragen habe. Ein paar FAQs, ja, und dann halt auch das Bericht über, wo stehen wir. Und warum das Ganze? Die GWUB will zeigen, es gibt kein Verfahren, wissenschaftlich oder nicht, Homöopathika in Hochpotenz voneinander zu unterscheiden. Das möchten wir, dass das weiter bekannt wird, dass das in der Bevölkerung weiter bekannt wird und man einfach weiß, dass da nichts drin ist. Und das liegt nicht nur daran, an einem Wissenschaftsdogmatismus oder wie man das immer nennen will, sondern das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Mittel gleich sind. Und wenn zwei Dinge gleich sind, können Sie da keine Unterschiede herausmessen. Und damit sind dann natürlich keine spezifischen Effekte von Homöopathika möglich. Wird diese Aufgabe wieder erwarten, gelöst, wieder erwarten, nach naturwissenschaftlichem Kenntnisstand ist diese Aufgabe unmöglich zu lösen. Ununterscheidbares kann man nicht unterscheiden. Aber wird sie trotzdem wieder erwarten, gelöst, dann ist das immer noch kein Nachweis, dass homöopathische Präparate wirken. Ich habe Ihnen ja am Anfang gezeigt, wir haben mehrere Kritikpunkte und das ist nur einer, wo dann gezeigt werden kann, dass wir einen Fehler haben. Unser Standpunkt, der wäre widerlegt. Und es wäre gezeigt, dass Kenntnisse Chemie, Physik, Biologie unvollständig sind. Und ehrlich gesagt, es wäre eine große Ehre, da dabei zu sein. Wenn Sie sich das mal angucken, das ist die Aula in Stockholm, wo die Nobelpreisträger ihre Vorträge halten. Und wenn dann mal sowas bei rauskommt, dann wäre das gut. Schönen Dank.